Herzliche Grüße aus Berlin. Als Grüne Bundestagsfraktion bringen wir in dieser Sitzungswoche einen Antrag in den Bundestag ein, wo wir lesbische, schwule und transsexuelle Jugendliche unterstützen wollen. Es ist nach wie vor so, dass Lesben, Schwule und Transgender noch nicht selbstverständlicher Teil unserer vielfältigen Gesellschaft sind und als solche noch nicht vollständig anerkannt. Davon sind wir leider auch im Jahr 2011 meilenweit entfernt. Das muss sich dringend ändern. Und deshalb schlagen wir als Grüne ein Aktions- und Handlungsprogramm vor, wo es erstmal eine Studie zur Lebenssituation von jungen Lesben und Schwulen gibt, wo wir anpacken auf den Schulhöfen und in den Jugendeinrichtungen, wo wir die Elternhäuser unterstützen wollen, wo wir insbesondere für die Jugendlichen selbst die Beratung und Unterstützung verbessern wollen. Denn dass das Thema schwule Sau eine der wichtigsten oder der meistverbreitetsten Beschimpfungen auf den Schulhöfen ist, daran muss sich endlich was ändern. Schulen und Jugendeinrichtungen müssen endlich homophobiefreie und diskriminierungsfreie Orte werden. Dafür setzen wir uns ein, dafür werben wir auch bei den anderen Fraktionen und hoffen, dass wir was für die jungen Lesben und jungen Schwulen und Transsexuellen in unserem Land hiermit bewegen können, damit es endlich mehr Akzeptanz, Wertschätzung und Respekt für diese Gruppe gibt und jeder ohne Angst verschieden sein kann in diesem Land.